Wir befinden uns hier im Ortsteil Silmingen, am Feldweg zwischen Silmingen und Neuhausen in der Verlängerung der Hindenburgstraße. Und wir sind zu einer Tierrettung alarmiert worden, ein Hund im Abwasserkanal. Also die Lage vor Ort war die, dass die Hundebesitzerin die Feuerwehr erwartet hat, diese hat die auch alarmiert und der Hund war, es stand lediglich die Öffnung fest, wo der Hund in das Abwasserkanalsystem gegangen ist. Man konnte dann wimmern und jammern von dem Hund hören, aber man konnte nicht genau lokalisieren, obwohl man Schächte und auch zum Kanalrohr reingeschaut hat mit Lampe und mit Fotos, Bilder gemacht hat. Man konnte den Hund leider nicht lokalisieren. Dann ist man auf die Idee gekommen, von den Kanalbetrieben, von den Stadtwerken eine Kanalkamera kommen zu lassen. Und das hat dann auch recht schnell geklappt und der Mitarbeiter ist dann mit dem Kamerafahrzeug gekommen. Und dann konnte man nach doch längerer Zeit den Hund an einer Stelle lokalisieren, an der man überhaupt nicht vermutet hatte. Nachdem schon geraume Zeit zuvor vor der Lokalisierung das Wimmern und Jammern des Hundes nachgelassen hat, teilweise auch ganz verstummt war und man dann aufgrund der Kamerabilder gesehen hat, dass der Hund kräftemäßig völlig am Ende ist, hat man beschlossen, den Kanal zu öffnen, da auch keine andere Möglichkeit bestand, den Hund aus dem Kanal befreien zu können. Man hat dann eine örtliche Straßenbaufirma beauftragt, den Kanal freizulegen und hat dann mittels Hammer und Meißel das Kanalstück an der entsprechenden Stelle geöffnet.